Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe ein leichtes Zeitproblem. Bin schon wieder zu spät dran. Brauche noch schnell was zu trinken. Und dann muss ich noch zum Bäcker. Und dann muss ich noch Kaffee fertig machen, den Rest. Und dann geht es auch schon wieder los. Ich komme mir vor, als ob ich gar nicht zu Hause gewesen bin. Arbeiten bis 7 Uhr, dann nach Hause, essen, duschen, Bett. Und da bin ich schon wieder. Und ich wollte euch noch ganz kurz eben, ich habe einen Lippenstift wiedergefunden von P2. Und der sieht so schön aus. Den zeige ich euch mal. Der ist so schön. Kann ich da kurz hin? Klodeckel wieder aufgelassen. Der ist von P2. Das ist dieser hier. Und das ist die Nummer 040 Nothing Hill. Und der sieht so schön aus. Ich mag das ja nicht, wenn die so extrem rot sind. Und dieser, der ist so leicht bräunlich. Und der sieht richtig schön aus. Mal gucken, wie lange der hält. So, ich halte euch da auf dem Laufenden. Klodeckel zu. Und los geht's. Ich gehe jetzt Brötchen holen. Und der Lippenstift, ich bin da so begeistert von, dass ich den jetzt wiedergefunden habe. Man hat so viele Sachen, da weiß man gar nicht, dass man die überhaupt noch hat. Ne? Und der ist wirklich so schön. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie lange der hält. Und ich habe mir heute mal wieder meine Lieblingsfrisur gemacht, an der Seite mit diesem eingerollten. Weil diesen Bauernzopf kann ich nicht. Und dieses hier ist halt fast genauso. Ne? So, jetzt gehe ich erstmal Brötchen holen. Guck mal, mein Schatz, was ich hier mitgebracht habe. Ein Mini-Croissant. Freust du dich? Mehr kriegst du nicht. Was soll das denn? Probier mal. Schmeckt wie Gummi. Und zack, ist schon wieder Mittag. Mittag! Und jetzt wollten wir. Wir wollen doch nicht mehr so ungesund essen, Mann. Eigentlich zu McDonald's. Aber hey, komm rüber, wir machen Feierabend für heute. Maurer, geben Bier aus. Aber McDonald's ist auch nicht so wirklich. Und ich habe mir gestern gut und günstig Kartoffelsalat geholt. Der ist noch im Kühlschrank und den werde ich gleich essen. Ekel-Chemie-Salat ist das. Und dazu hole ich mir jetzt irgendwie ein Brötchen oder so. Das reicht. Mit Burger. Einen schmierigen Tigerburger. Ja, dein Bauch, du, der will das, glaube ich, nicht so. Doch, der will das. Der hat gerade gesagt, Burger. Habe ich genau verstanden. Nee, aber wir starten demnächst wieder eine neue Serie. Und das machen wir auch. Und zwar, ich habe das ja schon mal gemacht mit der Abnehmerei. Da habe ich ja auch. Wie viel habe ich da insgesamt abgenommen? 8,5 Kilo habe ich da abgenommen. Und dann, und du bist nicht ganz unschuldig. Ich? Du musst ja nichts essen. Ja, aber wenn du was isst, dann muss ich ja auch was essen. Es liegt aber auch daran, du musst eben überlegen. 2 Tage die Woche alleine arbeiten wir, sind wir über 12 Stunden. Was willst du da machen? Da muss ich mich echt wieder drauf einstellen. Frisch zu kochen, selber zu kochen und dann jeden zweiten Tag müssen wir es mitnehmen oder aufwärmen. Anders geht's ja nicht. Ja, wir gucken jetzt erstmal, was es hier Leckeres gibt. Und endlich Feierabend. Und jetzt muss ich noch schnell die Müllsäcke fertig machen. Denn um 6:30 habe ich mir, oder haben wir uns einen Tisch bestellt und gehen gleich lecker essen. Na, was machst du noch? Er sitzt hier angezogen und wartet, dass 6:30 ist. Hunger, Hunger, Hunger. Ja, ich muss ja sowieso erst noch die Müllsäcke fertig machen. So, das mache ich jetzt fertig und dann melden wir uns dann gleich beim Essen nochmal. Ja, bis gleich. Bist du denn jetzt gleich fertig? So, ich mache mich jetzt ganz schnell fertig. We'll be right back.
abends um 6:30. Soweit ist es schon. Ich krieg schon Taschengeld zugeteilt dafür, dass ich gleich bezahlen kann überhaupt. Wie viel hast du denn gekriegt? So einen Schein habe ich gekriegt. Ein 50 Mark wollte ich gerade sagen. 50 Mark, schön. Das wäre noch was. Da konntest du aber mal anfangen. Oh, ich habe also ein Stechen in der Brust. Für 50 Mark hast du dir ein Auto gekauft, ein halbes Haus. Wo ich noch geraucht habe, da hatte ich auch immer so ein Stechen in der Brust. Und das habe ich heute. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe ja nicht geraucht. Ich rauche schon seit, ich glaube, 7 Jahren nicht mehr. Für 50 Mark konnte man sich eine Stange Zigaretten kaufen und hast noch 20 Mark wiedergekriegt, einen blauen Schein. Oh, es regnet. Ich glaube, ich muss nicht mehr reden, so voll bin ich. Puh. Wir konnten nicht filmen, weil das da anders stand. Das waren wir so jetzt gar nicht gewohnt. Ne? Der Tisch stand anders. Und zwar saß neben uns gleich, da war wirklich nur ein Schritt dazwischen, da saßen schon die nächsten Leute und deswegen konnte ich da nicht filmen. Hätte ich ja machen können, aber ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja in der Öffentlichkeit immer so ein bisschen scheu, was das angeht. Und ja, deswegen konnte ich nicht filmen, ne? Jetzt fahren wir nach Hause, Jogginghose an und Sofa. Boah, ich kann nicht mehr. Kannst du mich hier im Weg rollen? So, ich habe mein Lager jetzt hier aufgebaut. Kerzen, Kaffee, Booster und noch so ein paar Pommes. Aber ich glaube nicht, dass ich die noch esse. Ich bin so voll, wir waren ja gerade essen. Und oh, aber nicht irgendwie Pommes und Pizza oder so ein Scheiß, sondern da gab es wieder Kartoffeln und Soße und Rotkohl. Oh ja, meine Wärmflasche hier, ne? Die darf natürlich nicht fehlen, der schönste Moment des Tages. Und Salatbuffet, verschiedene Fleischsorten, Gemüse, das war so lecker. Ja, und jetzt liege ich hier, habe hier meinen Kaffee und meinen Booster. Ja, und werde jetzt den Abend genießen. Ich habe gerade noch 2 Nachrichten gekriegt von Doreen. Die werde ich mir jetzt noch eben anhören. Die kennt ihr bestimmt auch schon. Macht jetzt ja auch Videos. Und zwar ist es so, wir haben uns über YouTube kennengelernt. Und Doreen ist von mir eine Zuschauerin gewesen, sag ich mal. Weil jetzt ist es so, dass sie für mich nicht nur eine Zuschauerin ist, sondern sie ist für mich, obwohl wir uns noch nie live so gesehen haben, wirklich eine Freundin geworden. Weil sie ist einfach so ein herzensguter Mensch und so lieb und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir haben uns ja über YouTube kennengelernt. Sie hat immer meine Videos kommentiert und so. Und dann irgendwann haben wir mal über Facebook geschrieben. Dann habe ich sofort gemerkt, nach den ersten Sätzen, das passt einfach so, ne? Es war einfach irgendwie so ein Schlag. Wir lachen über dieselbe Scheiße. Und dann kam auch noch dazu, dass sie auch noch geheiratet hat, zeitgleich und so. Ja, auf jeden Fall verstehen wir uns so gut und wir haben jetzt fast jeden Tag Kontakt. Und wenn es nur über WhatsApp ist, ne? Oder Facebook oder was es sonst noch alles gibt. Oder wie gesagt, über YouTube. Und ja, jetzt habe ich gerade noch 2 Nachrichten von ihr bekommen, weil wir uns ja im Oktober treffen wollten. Und ja, und da bin ich ja echt mal gespannt, wie das wird. Ne? Ich zeige euch mal von ihr ein Foto. Vielleicht kennt ihr sie ja auch. Sie macht ja selber jetzt auch Videos. Die wollte ich noch eben anhören, die Nachrichten. Da ist sie, die süße Maus. Ich grüße dich ganz lieb, ne? Ich freue mich schon auf unser Treffen, echt. Ich hätte nie gedacht, dass ich über YouTube mal jemanden kennenlerne, mit dem ich mich so gut verstehe. Ja, Manuel geht ja auch mit zum Treffen, ihr Mann, der kommt auch mit. Und dann wollen wir mal gucken, wie das wird. Ich freue mich wirklich, das ist ganz komisch. Ich bin aufgeregt und ich freue mich, und weil man eben sich noch nie live gesehen hat. Ne? Man hat immer nur geschrieben und so, aber ich denke mal, dass wir uns auch so gut verstehen werden, weil das merkt man ja, entweder passt es oder es passt nicht. Ne? Ja, und jetzt gucke ich Got to Dance und melde mich vielleicht später nochmal, wenn ich nicht einschlafe. Mein letzter Gang für heute zum Wasserkocher. Ich bin gerade schon halb auf dem Sofa eingepennt. Ich freue mich so sehr aufs Wochenende. Heute ist ja Donnerstag. Morgen noch einmal. Morgen müssen wir nur bis 2 arbeiten.
und dann ist endlich Wochenende. Ich wollte euch noch ganz kurz Tschüss sagen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Leute. Tschüssi.